Achtung! Hilfeleistung, Tierrettung. Einsatz für ELW 1, DLK 1. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Teil 2. Ihr habt es gerade gehört, nach den ganzen Bränden und Verkehrsunfällen der letzten Folgen haben wir heute mal eine Tierrettung. Ich bin sehr gespannt, was da gerettet werden muss. Ich glaube nicht, dass irgendwie ein Löwe oder irgendwas anderes Großes ist, sondern vermutlich irgendwie Hund, Katze oder Vogel oder sowas Ähnliches. Ich würde sagen, wir machen direkt mal den Motor an und dann fahren wir auch schon raus. So, und ELW, die fahren sogar mit Blaulicht. Also eigentlich gilt bei sowas, glaube ich, das gleiche wie beim Einsatzstichwort Currywurst. Man fährt ohne Blaulicht und Martinshorn. Wir fahren jetzt mal mit, weil das ELW, wie gesagt, auch damit fährt. Und das sieht dann doch ein bisschen komisch aus, wenn die einen mit und die anderen ohne fahren. Aber ist auch gar nicht so schlecht, denn dann können wir uns mal anschauen, was jetzt für ein Feature hier eingebaut bzw. freigeschaltet wurde. Die Autos fahren nämlich jetzt tatsächlich zur Seite und bilden damit eine Rettungsgasse. Sehr vorbildlich, endlich ist es also wieder drin. Allerdings noch nicht bei jedem Fahrzeug. Also ich habe eben eine kleine Runde mit dem Kleineinsatzfahrzeug gedreht und da fährt niemand zur Seite. Warum das so ist, man weiß es nicht. So, aber so sieht es doch gut aus. Guten Morgen Mülheim, jetzt werden auch die Letzten hier noch geweckt. Die Studenten, 10.03 Uhr. So, und dann machen wir die Tröte mal aus. 350 Meter noch. Ich habe mir übrigens auch eure Kommentare durchgelesen. Waren sie, oder? Was das jetzt hier war, ist sich nicht so ganz sicher. Die Steuerung ist übrigens immer noch gewöhnungsbedürftig. Ich habe mir aber auch eure Kommentare durchgelesen und ich habe unglaublich viel gelernt. Zum Beispiel, dass man bei so einem Einsatz wie bei der Tankstelle einen dreifachen Brandschutz bereitstellt. Die Gründe dafür leuchteten mir auch durchaus ein. Ich wusste es allerdings tatsächlich vorher noch nicht. Ich meine, ich bin ja nicht bei der Feuerwehr. Aber ich versuche in Zukunft mal drauf zu achten. Fand ich nämlich echt ganz interessant. Und das können wir ja mal einbauen in den nächsten Folgen. So, aber jetzt konzentrieren wir uns hier erstmal auf unseren Einsatz. Und ganz wichtig, wenn wir hier sind, erstmal Einsatzstelle anklicken. Und dann gucken wir mal, was hier genau gerettet werden muss. So, Einsatzort organisieren. Und wir beginnen natürlich ganz traditionell mit der Ortsbegehung. Und zwar als Einsatzleiter. So, einmal schnell schließen. Und dann gucken wir uns den Lachs mal an hier. Ah, die Feuerwehr. Guten Tag. Sie hatten uns gerufen. Können Sie mir bitte helfen? Meine geliebte Lizzie sitzt im Baum fest. Ach du liebe Zeit. Beruhigen Sie sich erstmal. Kein Herzkasper bekommen. Wo befindet sich denn das Tier? Schauen Sie doch. Dort oben. Ah, hier. Okay, sonst noch irgendwelche Informationen von Ihrer Seite? Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wenn meine Lizzie was zustößt. Ich versichere Ihnen, Ihrer Lizzie wird nichts zustoßen. Wir haben extra schweres Gerät mitgebracht und wir sind sogar mit Blaulicht und Martinshorn hier hingekommen. Es kann nichts passieren. Alles under control hier. So, wir müssen erstmal unsere Drehleiter hier umparken. Und zwar muss die hier hin. Sonst passiert hier nämlich gar nichts. Und dann können wir den Kollegen mal zuschauen, wie die jetzt da einparken. Wir könnten hier sogar noch Polizei und LF24 nachordern, habe ich gerade gesehen. Ich würde mal vorschlagen, das lassen wir heute mal bleiben. Das ist sowieso. Also ich weiß auch gar nicht, ob man da so einen Einsatzleitwagen rausfahren würde zu so einem Einsatz. Ich glaube, da würde die Drehleiter schon genug sein, aber es ist ja so ein Klassiker. In jedem Kinderbuch, wenn es um die Feuerwehr geht, wird auch einmal hier dieser Katzeneinsatz abgebildet. Ich glaube, so oft kommen die gar nicht vor, aber wie gesagt, es ist so ein Klassiker. Und dann wird natürlich die Feuerwehr angerufen. So, und dann müssen erstmal die Stützen ausgefahren werden. Das lassen wir mal den Maschinisten machen. Muss man eigentlich so einen Einsatz selbst bezahlen? Weil ich meine, also ich weiß nicht, was da die Alternativen sind, aber ich glaube, es gibt so Einsätze, die muss man selbst bezahlen. Und mich würde mal interessieren, ist das auch in diesem Fall so oder gilt das hier als Dienst am Bürger? Und wird dann einfach von der Stadtkasse übernommen. Ich
glaube, das ist auch unterschiedlich, ne? Von Stadt zu Stadt, von Landkreis zu Landkreis macht jeder so sein eigenes Ding. So, gut. Dann soll er das noch absetzen, den ganzen Korb. Und dann wechseln wir einmal schnell in den Truppführer von der Drehleiter. So. Und dann können wir mit der nächsten Aufgabe starten. Und zwar technische Hilfeleistung, Tierrettung. Einmal auf das Ding. Ja. Ich glaube, die Frau ist sogar schon vorbereitet, ne? Jo, die ist schon vorbereitet. Sie haben direkt einen Korb mitgebracht. Hervorragend. Na. Ich glaube, ich würde es der Dame auch nur in Rechnung stellen, wenn das hier irgendwie dreimal die Woche vorkäme. Oh ne, schon wieder die Frau. Die Frau Koslowski mit ihrer Katze. Wir können sie nicht mehr sehen. Ah gut, einmal kann man das ja machen. So, und dann fährt das Ganze auch schon nach oben. Und wird dann hier gleich gekascht. Die Lissy. Da oben thront sie. Ist aber eine sportliche Katze, wa? Ich weiß nicht, wie flott die so sind. Aber das ist ja schon ordentlich was, was die Katze da zurückgelegt hat. Vor allen Dingen ohne Äste. Naja. Hat sie geübt. So. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Drehleiter hier gar keine Geräusche macht. Also eigentlich ist das ja so ein Fiepen, wenn die ausfährt und genutzt wird. Gut, aber dann holen wir uns mal die Katze. Günther! Ich war noch nicht so weit. Nochmal hoch bitte. So schnell war ich nicht. Hallo? Hm? Ah, es geht wieder hoch. Alles klar. Was das jetzt war, vielleicht hat er mal einen kleinen Joke gemacht. Das weiß man nicht. So, einmal rin in die Box. Mietz, mietz, mietz. Und dann geht's wieder runter. Das war ja schon der Einsatz, glaube ich. Okay. Dann lassen wir die Katze schnell wieder zu Boden. Und dann übergeben wir sie der Frau da hinten. Der Anruferin. Okay. Ist ja ein netter Einsatz. Schnell erledigt. Und man sammelt Sympathiepunkte. Ich habe mir auch mal sagen lassen, das sollen wohl, also so Katzeneinsätze, sollen wohl die beliebtesten Einsätze sein, wenn die irgendwie auf den Social-Media-Seiten von den Feuerwehren geteilt werden. Also das wird so am meisten geklickt, das wird so am meisten geteilt und geliked, wenn eine Katze gerettet wird. Viel öfter, als wenn dann irgendwelche spektakulären Sachen passieren. Gut. Schauen Sie mal, ist das Ihre? Oder liegt da eine Verwechslung vor? Das wäre jetzt schlecht. Dann bringen wir sie wieder hoch. Okay. Zack. Und dann sprechen wir nochmal mit der Dame. Oh, du ungezogene Katze. Du hast mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll, dass Sie mir meine Lissy wiedergebracht haben. Ein herzliches Danke reicht doch schon. So, dann würde ich sagen, war's das? Scheint aber eine schwere Katze zu sein. Die wird einfach über den Boden geschleift. Wir packen wieder zusammen. Das war ja schon der Einsatz. Einsatzort organisieren und dann muss erstmal die Drehleiter eingefahren werden. Und dann können wir gleich zusammenpacken. So. Ach, hier. Die können auch schon abrücken. Falls das ELW, der ELW, wieder gebraucht wird. Können die schon wieder zurückfahren. Und wir machen hier noch den Rest. Ich glaube, in Mülheim gibt es auch so ein extra Fahrzeug für die Tierrettung. Ich meine, das kommt ja relativ häufig vor, dass ein Tier gerettet werden muss. Also manchmal sind es irgendwelche Vögel im Stadtpark. Oder irgendwelche Hunde, Katzen oder so, die werden dann erstmal eingesammelt. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil die natürlich auch weglaufen. Und dann dem Tierheim oder irgendwelchen Auffangstationen übergeben.
So, Drehleiter ist eingefahren. Dann können wir, glaube ich, jetzt zusammenpacken, oder? Jo. Wir beenden das Ganze hier. Wir gehen mal in den Maschinisten, dann können wir hier mal die Steuerung bedienen. Kollege! Nicht so flott. Wir müssen noch hier alles einfahren. Einfach schon alles zugemacht. Wenn man solche Kollegen hat, dann brauchen wir keine Feinde mehr. Hör mal, jetzt lässt mal auf hier. Frechheit. So. Und dann nochmal. Okay. Die eine Seite ist fertig. Und jetzt müssen wir mal schnell schauen. Müssen wir den Korb hier noch irgendwie einfahren? Ich glaube schon, ne? Yo. Das macht man nämlich irgendwie hinten. Warum, weiß ich nicht. Also ich kenne mich mit der Steuerung nicht aus. Aber ich muss sagen, die Drehleiter finde ich so technisch, habe ich glaube ich schon mal gesagt, am faszinierendsten. Weil das echt ein komplexes Gerät ist. Also gerade mit der Kransteuerung oder Korbsteuerung vorne, der sich auch noch so ein bisschen absenken kann. Das ist schon interessant. So, einmal nochmal schnell benutzen. Und dann machen wir auch hier erstmal hoch. Und dann rin damit. So, auch das ist eingefahren. Dann schließen wir den Hobel hier nochmal. Und dann war's das. Ladies and Gentlemen, Abfahrt. Der Mann ist fasziniert hier vom Baum. Scheint ein besonderer Baum zu sein. Der sogenannte Katzenbaum. Abrücken. Und dann lehnen wir uns mal zurück und werden als Truppführer hier. Obwohl, der andere geht nicht. Ja gut, dann machen wir es eben selbst. So. Und dann stellen wir die Drehleiter wieder zurück. Kollege, einmal Tür zu machen, bitte. Alles muss man selber machen hier. Okay. Machen wir hier Blaulicht aus. Einsatzstelle raus. Und dann können wir starten. Fahren wir wieder zurück. Okay. Ich hoffe, das wurde jetzt auch erkannt. Mir wurde übrigens in den letzten Folgen mal in den Kommentaren unterstellt, ich würde die Bugs immer rausschneiden, weil das bei mir immer so flüssig läuft. Das stimmt nicht. Ich werfe dann immer die kompletten Aufnahmen weg. Also ich schneide die Folgen selbst nicht, sondern ich werfe dann immer die kompletten Aufnahmen weg, weil das macht keinen Spaß, irgendwie das anzuschauen, wenn so ein Spiel dann komplett abstürzt oder wenn einfach gar nichts mehr geht. Man kann aktuell jeden Einsatz irgendwie spielen. Aber das Geheimnis ist, man muss diese Einsätze nach einem ganz bestimmten Prinzip spielen und also deswegen habe ich auch gesagt, ich würde es im Moment noch nicht empfehlen, weil es gibt halt unglaublich viele Bugs und man ist sehr eingeschränkt in seiner spielerischen Freiheit. Man muss immer das Spiel so spielen, wie es das Spiel von einem verlangt. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Ist mir auch total bewusst, will ich kein Hehl draus machen. Nur ich dachte mir halt, wenn hier ständig irgendwas explodiert und abstürzt und dann irgendwie die KI sich im Kreis dreht oder auf den Dächern rumtanzt oder so, alles schon gesehen und erlebt. Ist vielleicht mal in einer Folge witzig, aber nicht in jedem Video. Insofern lassen wir das alles raus und konzentrieren uns hier auf die richtigen Einsätze und werden dann hoffentlich gleich wieder an der Wache ankommen. Und dann werde ich nochmal einen Einsatzbericht schreiben. Ich würde allerdings sagen, den Rest werde ich jetzt nochmal schnell selbst alleine hier zurücklegen der Fahrt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und schauen mal, was dann so alles passiert, was dann so zu erledigen ist. Den Einsatz fand ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Ist natürlich, ne, also jetzt nicht das komplizierteste gewesen, nicht das spektakulärste gewesen, aber ich fand es, wie gesagt, ganz interessant, auch so zur Abwechslung. Und in den nächsten Folgen, da kann ich euch mal zeigen, was man hier so alles machen kann. Ich habe es in den letzten Folgen ja schon mal erwähnt. Es gibt hier sehr, sehr viele Mods, die man irgendwie
verwenden kann, beziehungsweise das Spiel legt viele Dateien offen. Und was man da so alles anstellen kann, das zeige ich euch mal in den nächsten Folgen, vermutlich so in der übernächsten Folge ungefähr. Sind nämlich echt crazy Sachen möglich. Das soll es allerdings erstmal für diese Folge gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne nächstes Mal wieder rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!